Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Emission for Pigs. Wir sind ja zuletzt nicht so richtig weitergekommen und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich habe beim Schneiden noch mal ein bisschen darauf geachtet, was man noch machen könnte. Und allzu viel ist mir gar nicht eingefallen. Aber mir sind, glaube ich, noch ein paar Dinge aufgefallen, die man auf jeden Fall... Moment, ich lasse die lieber auf. Die man noch machen könnte. Und zwar dachte ich mir, vielleicht kann man hier an diesem Teppich noch was machen. Da habe ich nämlich nie was probiert. Klappt nicht. Okay. Dann würde ich sagen, einfach gehen wir mal strikt hier lang und gucken nochmal alle Türen ab. Waren wir eigentlich jemals hier? Okay. Können wir, dürfen wir hier rein? Dürfen wir nicht? Okay, akzeptiert. Ich glaube, das hatten wir noch nicht, oder? Okay. Zumindest mal ein kleiner Schreck. Für zwischendurch. Genau, das ist der Raum, den ich als nächstes gesucht habe. Und zwar ist mir beim Schneiden aufgefallen, dass wir, glaube ich, eine Notiz übersehen haben. Ist euch bestimmt auch schon aufgefallen. Hier jetzt keine. Und zwar hier drauf. Tatsächlich. Ist tatsächlich etwas. Oh, ein Gedicht oder so. Dieses Herz. Schlaf, mein Kind, schlaf. Dein Herz schlägt unter meiner Hand und ich wiege dich in diesen offenen Wunden. Mein dieses Herz. Sanft, weiter durch mich und dein Herz gehört mir und ich wiege dich in dieser verdunkelnden Liebe. Dieses Herz. Träume, diese heilige Wunde wird bluten und die Engel trauern, nur um dich schlafen zu sehen. Mein Kind, schlaf und ich werde dich wiegen. Okay. Das ist mir noch so aufgefallen. Und ansonsten dann nur, dass wir uns vielleicht noch etwas genauer hätten umsehen können. Ist hier noch was? Das sieht auch so ein bisschen heller aus. Ich muss einfach den Blick mal so ein bisschen wandern lassen, glaube ich. Genau, hier hatte ich auch noch eine Idee. Könnte man ja mal langkrabbeln, ob hier unter irgendwas ist. Nee. Okay, dann erhebe dich. Erhebe dich, mein Diener. Vielleicht haben wir ja jetzt aber schon... Moment. An der Tür waren wir aber auch noch nicht. Aber die geht doch nicht auf. Wir waren bloß auf der anderen Seite an dieser Tür. Und hier die Halle geht immer noch nicht auf, oder? Wie sieht's aus? Ne, nicht so richtig. Okay. Dann... Hier war jetzt nichts weiter, oder? Hatten wir das da probiert? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt nicht. Mal gucken. Die Tür funktionierte nicht. Hier, glaube ich, ist tatsächlich nichts mehr drin. Und die Tür geht hier auch nicht auf, ne? Schöne Schmetterlingssammlung. Und hier mit dem Schrank wundert mich immer noch, aber ich habe auch beim Schneiden nichts festgestellt, was man machen könnte. Machen wir ihn mal zu. So. Ordnung muss auch sein. Aber irgendwie verstehe ich das. Moment. Ich verstehe das mit dem Stoßen irgendwie noch nicht. Irgendwie weiß ich nicht ganz, wie das gehen soll. Keine Ahnung. Okay. Stimmt, hier war der Weg nach draußen. In Ordnung. In Ordnung. Moment. Nee, doch, das war nicht die Stelle, wo das Tor zu war, oder? Das war woanders. Das haben wir uns aber auch noch nicht angeguckt. Noch nie so richtig. Aber hier waren wir schon mal. Oder? Ich glaube schon. Tür zu. Irgendwer hier? Nö.
Warum sieht... Oh, guckt mal, hier ist noch eine Notiz. Wir haben echt viel übersehen. Ui. Ich muss einen Besucher empfangen, den angesehenen Professor A. Punkt. Er soll nach meiner langen... Nach meiner langen Abwesenheit vom Club meine geistige Gesundheit überprüfen. Ich bin aber nicht stumpfsinnig. Er soll mich nur für sie ausspionieren. Als sie dem Kipper nachstellten, rief man ihn oft herbei, um über Schnittwunden und fehlende Organe zu dozieren. Und jetzt kommt er also zu mir, um mich zu umschmeicheln. Mein Guter, wird er sagen, um mein Trauern wird er sich sorgen. Und dann, ganz nebenbei, wird er noch kurz einen Blick auf meine Maschinen werfen wollen. Die größte Entwicklung unserer Zeit. Nichts weiß er von Verlust, nichts von Opfern. Ihn aber abweisen, das würde nur in ein Hornissennest stechen und mir einen Schwarm pro Fiedler und Diebe auf den Hals hetzen. Also muss ich diesen Kaspar unterhalten und seinem Eindringen stattgeben. Vielleicht sollte ich ihm die Kuttlerei zeigen. Mal sehen, ob sein Magen, der auf das Herumstöbern in den Innereien unbeholfen, wie visizierter Huren geschult ist, tatsächlich stark genug ist für den Anblick der echten Maschinen seines goldenen Zeitalters. Vielleicht stelle ich ihm sogar Jack vor, oder zumindest seinen Söhnen. Wir haben jetzt stärkere Schlösser an den Fenstern und wir bringen ihnen ihr Spielzeug. Okay. Das heißt, hier scheint irgendwas drin zu sein, was nicht so gut auf den Magen geht. Waren wir hier schon mal? Das kommt mir so unbekannt vor. Moment, ich möchte mal ganz kurz nach hier hinten laufen. Denn hier sah es so aus, als wenn es hier nicht weitergeht. Aber wir können es hier trotzdem mal ganz kurz umblicken. Oh doch, die Tür geht auf. Geht sie nicht? Geht sie auf? Oh ja, geht sie. Mann, ich hatte da echt Probleme. Ach, hier war der... Stimmt, und hier war das Gerät, was wir schon aktiviert hatten, richtig? Oh, die können wir auch berühren. Allesamt. Hui. So funktioniert Billard, oder? Man nimmt die Kugeln und legt sie in die Löcher. Okay, hier waren wir schon. Aber an das andere Ende kann ich mich jetzt gar nicht so erinnern. Von hier kommen wir? Meine ich. Vielleicht haben wir deswegen auch die Notiz übersehen, weil wir bloß in eine Richtung gegangen sind. Guck mal, wir könnten hier lang, wir könnten hier lang. Oder können wir auch nicht? Oder funktioniert das bloß wieder nicht gut? Kriege ich das bloß wieder nicht hin? Nee, kann man nur Musik mitmachen. Ist das das Badezimmer? Nein, das ist ein anderes. Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Hier waren doch immer diese Fenster. Vielleicht kann man da irgendwie durchsteigen? Funktioniert das? Aha. Aha. Ich hab's geahnt. Dass hier wieder irgendwie... Oh, wow. Ein Geheimgang ist. Okay, wunderbar. Dann sind wir ja doch weitergekommen. Mal die Spülung aktivieren. Geht nicht. Das wäre eigentlich ein nettes Feature gewesen. Wenn man hier so ein bisschen die Spülung betätigen hätte können. Na gut. Gehen wir mal weiter rein. Jetzt sehen wir zum ersten Mal Blut. Okay, das ist unser Zimmer, glaube ich, ne? Wo wir drinnen waren. Das können wir nicht lesen. Wir könnten hier lang gehen. Musste mal kurz wieder austesten, wie man die Lampe überhaupt ausmacht, falls jetzt was kommt. Ach, hier können wir gar nicht lang. Okay, das heißt, es geht nur hier lang. Möglichst nichts übersehen. Mhm. Okay, hier haben wir wieder so ein Ventil zum Drehen, so eine... weitere Maschine. Ich habe mir jetzt übrigens ja beim Schneiden auch nochmal gesehen, was genau wir machen müssen. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch alles weiß. Was ist das? Ein Schrank, der nicht aufgeht?
Okay, was ist das? Müssen wir hier irgendwas reinlegen? Sieht ganz so aus. Was haben wir denn hier? Können wir hier von irgendwas anfassen? Siegen. Sieht nicht so aus, als wenn wir hier noch irgendwas hätten. Dann würde ich sagen, drehen wir einfach mal am Ventil. Was soll schon passieren? Oh, der Strom. Haben wir den Strom jetzt angemacht? Sieht so aus, ne? Zumindest zum Teil. Doch was genau bringt uns das? Ist die große Frage. Hier können wir ja noch irgendwie was machen. Selbst reinspringen können wir scheinbar nicht. Ich habe keine Idee. Keine Idee, wozu das gut sein sollte. Irgendwas reinwerfen, nehme ich mal an. Obwohl. Da müsste man ja nicht so machen, oder? Keine Ahnung. Hier kann man jetzt auch nichts mehr dran rütteln. War das nur so ein weiterer Geheimraum, den wir finden mussten? Und das war es hierzu schon. Kann natürlich auch sein. Ah, ich dachte aber, hier geht es insgesamt jetzt ein bisschen weiter. Muss natürlich nicht so sein. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Gucken mal, ob es hier noch irgendwie einen Geheimgang gibt oder so. Irgendwas knistert da hinten. Ob wir da hinkommen? Aha, okay, die Lampe flackert da so ein bisschen. Oder generell flackern die. Heißt das, der Strom ist noch nicht ganz wiederhergestellt? Moment, wenn wir das jetzt wieder hoch... Noch ist er nicht ganz hoch? Jetzt dreht sich das wieder, okay. Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Ob wir das wieder zurückdrehen mussten. Ich denke mal nicht. Hinter der Tür wird auch nichts sein. Okay, eine Vision? Oder einfach nur Angst? Alles okay. Hat er irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Oh, hier waren wir noch gar nicht. Raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? Stimmt, die Tür war zu. Die war zu. Mach mal an. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part hier an dieser Stelle wieder. Ich mach mal die Tür lieber ran. Warum auch immer, damit wir hier mit dem Mörder, mit dem Zerhäcksler eingesperrt sind, der die armen Schweine tötet. Und dann gucken wir uns hier drin ein bisschen um und ja, mal sehen, ob wir was rausfinden. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und tschüss!